Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahrhaber. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, einen Nebelkriecher zu erledigen. Aber vorher müssen wir rausfinden, was ein Nebelkriecher ist. So, mit dir wollte ich gleich mal reden. Ja? Der benutzt nämlich die ganze Zeit sein Gewehr, das einfach nicht besonders gut ist. Warum kriegt er nicht einfach dieses Artefaktgewehr? Dürfte gleich ein bisschen effektiver sein. So, noch mal kurz einen Blick auf die Karte geworfen. Okay, ich halte mich einfach hier so an der Hauptstraße. Und dann geht's weiter Richtung Nebelkriecher. Hier haben wir ja in der letzten Folge diesen legendären Angler besiegt, der auch schon ziemlich hart war. Das sieht interessant aus. Da muss ich mal kurz runterschauen. Mach mal das Licht an. Ist ja cool, diese Küste, die hier designt haben. Oh, da ist was. Supermutanten. Hier gibt es also auch Supermutanten. Überraschungsangriff. Ja. Ah ja, hat doch noch getroffen. Ja, ich meine, 55% sind jetzt auch nicht die Welt. Aber hey, ist doch gut gelaufen. So. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Mal schauen, was die hatten. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Naja. So. Weiter geht's. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube ja, dass ein Nebelkriecher vielleicht dieses Vieh ist, das ich schon auf so manchen Screenshots gesehen habe. Das aussieht wie dieses Pokémon Caputo oder sowas. Dieses Ur-Pokémon aus dem ersten Teil, wenn euch das was sagt. So, wo bin ich? Ach so, ich bin hier. Ah, wir sind da, quasi. Okay, dann machen wir uns mal bereit. Aha. Aha, ein wütender Nebelkriecher. Wenn der jetzt schon wütend ist. Na gut, er ist zwar wütend, aber nicht besonders clever. Offensichtlich. Wo läuft er denn hin? Oder lockt er mich jetzt in den Hinterhalt? Nee, er steht einfach nur da oben. Da komm da. Sieht schon unheimlich aus, das Vieh. So, ein paar kritische Treffer rein gibt es schon. Na, zieht ihm gar nicht so viel. Ist schon irre, das Ding. Könnte irgendwie so ein super mutierter Meyer-Lurk oder sowas sein. Bleib lieber mal da hinten. Ding. Okay, tot ist er. Nein, nicht ins Wasser fallen. Ich will dich looten. Okay. Gut, dann hätten wir das. Dann durchsuchen wir mal hier noch so die Gegend. Mal schauen, was... Oh, ist das etwa... Großvater, irgendwas? Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind das Vorkriegsskelette. Okay. Was war das? Ah, wahrscheinlich ist der Wagen hier explodiert. Was stand da? Ich hab's nicht gelesen. Du kannst diese Werkstatt nicht nutzen, solange der Nebel da ist. Ja, aber wie kriege ich den Nebel weg? Sind hier irgendwie komisch. Hey, was haben wir hier? Irgendwie Knochenteile. Na gut. Bisschen Fäule. Ich weiß nicht mal, für was man Fäule braucht. Aber irgendwie wird es schon noch... Wird sich schon noch zeigen. Und dann bin ich froh, dass ich so viel eingepackt habe. Der Nebelkriecher. Ist schon ein cooles Vieh. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt den Nebel hier wegkriege. Ich kann jetzt auch die Werkbank nicht öffnen und kann nichts bauen. Ich würde den schon gern für mich beanspruchen, hier den Platz. Aber was soll's. Dann halt nicht. Das kommt vielleicht noch. Vielleicht kriege ich irgendwann so Nebelkollektoren, die ich irgendwie verteilen kann oder irgendwie sowas. Oder es hängt mit der Story, mit dem Storyfortschritt zusammen. So. Kleinen Moment.
Tut mir leid, ich hatte nur das Fenster offen und das kann ziemlich laut sein unter Umständen. Deswegen habe ich das noch schnell geschlossen. Mittendrin. Super professionell. So, mal schauen, welche Missionen hätten wir denn noch in der Nähe? Ich aktiviere mal wieder alle irgendwie. Nur um zu schauen. Aha. Na gut, ist ja egal. Ach so, das ist eine von... Ja, das sind die alten. Ja. Okay. Auf die Karte gucken, nicht ins Spiel zurück. Okay, die anderen sind jetzt doch recht weit weg. Was haben wir hier? Ah ja, genau. Zu Dalton zurückkehren, ist klar. Ah, da könnte man hinschauen. Finde den verschwundenen Synth. Und ansonsten ist das alles ein bisschen weit weg. Die anderen schauen wir uns dann, glaube ich, an, wenn es soweit ist. Aber den verschwundenen Synth, den schauen wir uns jetzt wirklich mal an, würde ich sagen. Genau, das ist das. Und die anderen deaktiviere ich mal alle wieder. Damit wir nicht durcheinander kommen. So, und wieder auf die Karte. Ich vergesse es immer. Dann gehen wir mal zu diesem Autokino. Oder was ist das? Keine Ahnung. Und dann suchen wir diesen Synth mal. Ach, ich fand dieses Hotel mit den Roboterhirnen schon ziemlich cool eigentlich. Fällt mir gerade ein, wenn ich den so sehe. Ist schon witzig. Das hier ist jetzt übrigens... Aber ihr guckt das ja gerade, ihr wisst das. Aber das ist jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, die erste 16-Uhr-Folge. Ich kann eben wirklich nicht versprechen, dass ich es immer schaffe, jeden Tag noch eine 16-Uhr-Folge irgendwie hochzuladen. Aber ich tue, was ich kann. Man muss mal schauen, wie sich das rauskristallisiert. Könnte sein, dass es eh fast jeden Tag ohne Probleme geht. Könnte aber auch sein, dass es vielleicht sich eher so rauskristallisiert, dass es jeden zweiten Tag oder sowas eine zweite Folge gibt. Hey, Level 90. Was? Ah, er will mit mir reden. Ja. Ja, wir können reden. Schau, ich weiß, dass ich nicht der angenehmste Zeitgenosse in Farhaber bin. Umgangsform, naja, war noch nie meine Stärke. Die Sache ist die, die meisten Leute in Farhaber sind keinen Pfifferling wert. Sie verstecken sich hinter ihrer Mauer, zu feige für ihr Zuhause zu kämpfen. Ich kann niemanden mögen, den ich nicht mal respektiere und das bringt mich zu dir. Oh. Du willst also sagen, dass du mich respektierst? Ich werd jetzt nicht rührselig, keine Angst. Ich sag nur, dass es gut ist, mal jemanden zu treffen, der auf sich selber aufpassen kann. Verdammt, mir standen mein ganzes Leben lang nur wenige Leute nahe und noch weniger waren Freunde. Aber wer weiß, wenn wir lange genug zusammenhalten, Captain, dann könntest du vielleicht mein Nächster werden. Oh, ein Freund. Das klingt super. Gut genug gekuschelt. Du führst, ich folge. Scheint bisher ja gut zu klappen. Ach ja. Der Longfellow. Level up. Ich weiß auch schon, glaube ich, was ich jetzt auflevel. Ich habe nämlich schon zwei Level jetzt gespart. Ich habe erstens hier oben eh noch einiges. Ich will die erstmal alle voll kriegen. Aber vor allem gibt es jetzt, das ist neu, glaube ich, Action Girl auf Stufe 3. Und da ich viel im Wets-Modus kämpfe, werde ich das auf jeden Fall benutzen. Und Ausdauer. Ausdauer ist mir sowieso zu niedrig, die erhöhen wir jetzt mal die nächsten paar Level. Der Notfall ja verkaufen. So, ich rede jetzt noch. Moment mal. Ich rede jetzt nochmal mit ihm. Weil vielleicht hat er jetzt neue Dialoge. Ich habe quasi eine neue Beliebtheitsebene bei ihm erreicht anscheinend. Hey, hast du kurz Zeit? Hey, Captain, was gibt's? Was meinst du? Oh, hab wieder den verdammten Nebel in der Lunge. Na gut, ich glaub... Was meinst du? Verdammt. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche mein Bad schon hatte oder nicht. Na gut, dann nicht. Dann weiter. Keine Zeit mehr verschwenden.
Au. Oh, ein legendärer. Ich ziel so schlecht. Ups. Okay, was hatte der? Hey, ein neues Artefakt-Unterhebelgewehr. Unaufhaltsam. Cool. So, eigentlich wollte ich dem noch die Munition abnehmen und weiter geht's auf der Suche nach dem verschwundenen Synth. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Framerate teilweise schon ein bisschen runtergeht bei dem DLC jetzt mit dem Nebel und dem Licht. Das wird der PS4 anscheinend ein bisschen zu viel. Aber nicht so, dass es mich stören würde. Ich bin da kein so ein Framezähler oder Pixelzähler. Mir geht es meistens eher um das Spielerische und weniger, wie es aussieht oder ob es superflüssig läuft. Okay, Blutspur. Hier ist eine Blutspur. Und ein leerer Beutel. Hundefutter. Nom nom nom. Okay, mal schauen, wo die hinführt. Ist das noch Blutspur? Nee, das ist einfach nur Asphalt. Ich sehe hier keine Blutspur, ehrlich gesagt, oder? Oder doch, ist das Blut? Nee. Dann einfach mal dem Missionszeiger folgen. Im Zweifel funktioniert es. Ah, okay. Wohnwagen. Na? Was haben wir hier? Ein Eimer? Holunder und Hose. Okay. Aber das ist vermutlich nicht, was ich für die Mission finden sollte. Kratzspuren oder sowas. Noch mehr Blut. Oh, das ist aber schon ziemlich viel Blut. Ich hoffe, das gehört nicht dem, den ich suche. Schleifspuren. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Nichts. Noch mehr Blut. Und so riesen Pfützen immer gleich. Das sieht nicht gesund aus. Oh, oh, oh. Okay, ich glaube, wir sind da. Hier hat er sich wahrscheinlich versteckt. Hey, wer bist du denn? Nein, ich bin zu weit. Frisch Fleisch aus dem Nebel? Mir egal, ob Meierler oder Mann. Hm, sind das so Fallensteller vielleicht? Ich sag mal, ich suche keinen Ärger. Angreifen kann ich dir dann immer noch. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir, dann verschwinde ich. Ja, wir haben ihn gefunden. Eine der Nebelkreaturen hat ihn angegriffen. Er verblutete. Warum das Fleisch wegwerfen? Hier, bitte. Ist noch übrig. Jetzt geh. Und komm nicht wieder. Oh, ihr Arschlöcher. Ich hoffe, der war wenigstens wirklich schon tot, als er ihn gefunden hat. Du hast Glück, dass wir dich nicht töten. Ja. Hey, ich meine, es ist Endzeit und so. Ich will wirklich nicht über Kannibalismus urteilen, wenn es nichts zu essen gibt. Jagen wir dich. Wer weiß, zu was wir alle fähig wären. Du hast, was du wolltest. Jetzt geh! Ja, ich schaue mich nur kurz um, Mann. Ganz ruhig bleiben. Aber ich hoffe, die haben ihm nichts getan. Na gut, dann gehe ich jetzt wirklich. Diesmal habt ihr Glück, aber beim nächsten Mal weiß ich noch nicht. Na gut, das haben wir, glaube ich. Dann können wir die Mission auch abgeben. Aber die war, glaube ich, in Arcadia, oder? Genau. Dann teleportiere ich mich jetzt erstmal hier hin. Dann reden wir mit der alten Dalton. Und danach nach Arcadia. Und geben da mal die Quest ab. Das ist ja doof. Ich bin mir gespannt, wie er jetzt darauf reagiert, dass der tot ist. Naja. Ich habe vorher,
Ich habe vorher ganz vergessen, die Kopfhörer anzustecken. Ich weiß nicht, wo ich schon wieder mit meinem Kopf war. Ich hoffe, wir hatten am Anfang der Folge nicht irgendwie ein Echo. Ich werde versuchen, das irgendwie zu reparieren. Ich mache mir da immer so viel extra Arbeit, weil das muss jetzt alles wieder fein getuned werden und wieder genau aufeinander abgestimmt werden, damit der Sound passt. Wenn wir weitere Kinder des Albums töten, könnte es Krieg geben, Alan. Hör auf damit! Das ist keine unschuldige Avery. Das ist eine verdammte Saboteurin. Die Kondensatoren. Die hat nicht der Sturm zerstört. Sie war's. Macheten Mike hat sie gesehen. Ich... Aber... die Kinder... Wie ich's gesagt habe... Die Kinder des Atoms wollen uns alle töten. Diese Saboteurin hier wollte uns von Nahrung und Wasser abschneiden. Da ist eine Bestrafung angebracht, Captain. Tu, was du tun musst. Ach, komm schon. Verdammte Kinder! Du hattest recht, Ellen. Hör endlich auf die Stimme der Vernunft. Die Kinder des Atoms müssen ausgelöscht werden. Du hattest heute dein Blut. Mehr kann ich nicht ertragen. Also, die Show ist vorbei. Verschwindet. Ich hoffe, Haber behandelt dich gut. Ich würde es ruhig angehen lassen, wenn die Leute einfach höflich sind. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Da fallen mir nur die Seefahrerin und Cassie Dalton ein. Gut. Ich muss gehen. Bis dann. Ach, Mensch. Muss doch echt nicht sein, dass man die hier einfach exekutiert. Die Regel lautet, nichts wegwerfen. Aber naja. Immer das Gleiche mit diesen Menschensiedlungen. Warum können die nicht einfach aufhören, sich gegenseitig umzubringen? Aber ich meine, hey, die Kinder des Atoms wollen, dass dieser Nebel hier alle umbringt, mehr oder weniger eigentlich, wenn man es genau nimmt. Das ist nicht cool. Aber trotzdem ist es übertrieben. So, was wollte ich zu Dalton? Dann gehen wir dahin. Opa George kann in Frieden ruhen. Der Nebelkriecher ist tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt, wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir. Dein eigenes Stück der Insel. Es dauert alles, um das Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken. Als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Okay, alles klar. Jetzt gehört sie quasi mir. Jetzt werden die da die Anti-Nebel-Dinger installieren wahrscheinlich. Kein Problem. Wirklich ist kein Problem. Ich hoffe, du weißt, wie viel es mir bedeutet, zu wissen, dass Opa George endlich in Frieden ruhen kann. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Bam, bam, bam. Ihr Ehemann wurde auch von irgendwas umgebracht, das ich jetzt umbringen soll. Du warst verheiratet? Was ist passiert? Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dennis Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Okay, meinetwegen. Wie komme ich zum Leuchtturm von Brooks Head? Er ist südwestlich der Stadt, nahe dem Steinberg. Ich lass den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Na gut. Ein Fallensteller. So, dann auf nach Arcadia. Upsi. Ich frage mich, ob es mit diesen neuen Computern da irgendwas auf sich hat oder ob das einfach nur
keine Ahnung, so Synth-Daten-Bankspeicher sind. Weil das die extra hier im Ladebildschirm gezeigt werden. Aber naja. Stecken wir mal die Waffe weg. So, ich weiß gar nicht mehr, habe ich die Mission wirklich von ihm selbst bekommen oder von irgendjemandem anderen? Kann mich echt nicht mehr erinnern. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Mal schauen. Na, es dauert aber lang jetzt. Aha. Ah, sie war das, okay. Dein vermisster Synth wurde von Kannibalen-Fallenstellern geschnappt. Er hat nicht überlebt. Der arme Kerl. Dieser Synth wollte hier in Frieden leben und wir haben ihn auf die schlimmste Art im Stich gelassen. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn treffen sollen. Verdammt nochmal. Ich bin froh, dass du die Sache abschließen konntest. Hier, für dich. Und sagen wir 200 Kronkorken? Mir leid, dass es nicht besser gelaufen ist. Ich hatte es gehofft. Geht mir genauso. Danke nochmal für deine Hilfe. Pass auf dich auf. Des Killers. Cool. So. Ich muss nochmal mal schauen. Ich habe mich nämlich versehentlich im Internet gespoilt ein bisschen. Also, was heißt gespoilt? Aber ich habe zufällig gesehen, dass hier auf der Tresen Magazin liegt. Genau. Das nehmen wir mit. Verdammt nochmal, ja. Weniger Schaden durch Strahlung. Okay, cool. Ist vielleicht, wenn ich wirklich gegen die Kinder des Atoms kämpfen muss, ist das ziemlich nützlich. Weniger Schaden durch Strahlungswaffen. Na gut, die habe ich beim letzten Mal nämlich komplett übersehen. Aber so Magazine habe ich öfter mal übersehen. Das passiert mir leider öfter. Gut, dann haben wir das hier auch erledigt. Dann schaue ich doch nochmal auf die Karte. Ach so, Sanctuary Hills verteidigen ist... nö. Warum habe ich das aktiviert? Müsste wahrscheinlich was Sonstiges sein. Aus. Ich aktiviere mal nochmal alles. Dann schauen wir uns nochmal die Karte schnell an. Wow, das ist aber weit weg. Hier hinten ist der Fallensteller-Leuchtturm am anderen Ende der Karte quasi. Wo sind denn die Kinder des Atoms? Wahrscheinlich hier, oder? Weil dann gehen wir doch da mal hin und machen mal die Hauptquest weiter. Ist eh ein ganz schön weiter Weg von hier, aber näher war ich noch nicht ran im Grunde. Genau, das ist es. Verschafft den Zugang zu... Genau, das ist das Richtige. Gut. Dann machen wir das. Auf geht's. Ja, das ist ein ganz schöner Fußmarsch jetzt vor uns. Mal schauen, was wir auf dem Weg dahin noch alles so entdecken. Dieses Entdecken und Looten ist schon irgendwie cool. Das ist schon cool gemacht in dem Spiel. So, wir müssen so in die Richtung und mir zeigt es auf der Karte in die Richtung auch schon eine Höhle an. Vielleicht schauen wir erstmal da rein. Hm, hier ist man wirklich überm Nebel im Grunde. Cool. Mich erinnert das ein bisschen an Lost, wenn die immer von der Insel reden und was die Insel so vorhat. Und dieser... es gibt doch in Lost auch den schwarzen Rauch. Ach ja, Lost war echt eine gute Serie, muss man sagen. Die letzten paar Folgen, keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Aber grundsätzlich war die schon nicht schlecht. So,
Aber jetzt ist es erstmal Zeit, die Folge hier zu beenden. Beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir bis zum Nukleus durchkommen. Ein paar Abstecher werden wir wahrscheinlich machen, ein bisschen erforschen. Naja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao.